Hey meine Freunde und willkommen zurück zum neuen Abenteuer Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für die Unterstützung. Und ihr kennt es ja, gerne liken, wenn ihr mich und meinen kleinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt. Das kommt immer gut an. Wir haben jetzt 4 Wiesent und 4 Wiesent bedeutet 4-mal Fett. Fleisch kassieren. Also jagen wir die Viecher. Jesus, der klingt ja wie ich auf der Toilette. Oh, der ging ein bisschen in die Flanke. Aber nicht schlimm, lass ihn kommen. Bis wir das Weiße in seinen Augen sehen, dann müssen wir weniger laufen. So, nächster Junge. Massenverabfertigung. Oh, die habe ich beide ein bisschen getriggert. Ist egal, ich habe genug Pfeile für alle und sonst habe ich noch eine Keule. Oh, den nächsten kriegt der hintere. Echt, bisschen zu hoch? Bis wir das Weiße in seinen Augen sehen. Ist das dein Ernst? Sollte er wieder zurückgehen? Habe ich dir das erlaubt? Okay, Leute. Es geht los. Für Valhalla! Oh. Hat der mich auf die Schippe genommen? Auf die Hörner hat er mich genommen. Aber ja. Nennt man eine Jagd. Eine Treibjagd. Huch, der andere kommt auch noch. Das will ich nicht überleben. Ich mach mal speichern. Ey, gib mir mal einen Bolzen. Hast du irgendwo einen stecken? Muss mal einen stecken lassen. Okay. Oh, ist das denn ernst? Ich brauch Bolzen. Warte mal kurz, ich latsche den nach. Oh Gott, Jesus. Und wieder lachen wir zum Beginn der Folge. Lachen. Hier wird viel zu überbewertet. Für mich! Oh, das ging voll in die Hose. Der hat... So, ich würde sagen, hier sind wir fertig. Noch jemand? So, ich glaube, wir brauchen ein paar neue Bolzen. Ich nenne es das Massaker. So, Freunde. Ich muss mal ganz schnell einen Fotomodus machen. Ich nenne es das Massaker. Warte, hier kommt der blaue Balken. Okay, dann geht's weiter. Schlachten wir die mal. Ich trage zu viel. 90 Leder nur. Ach, bei 90 Leder stehe ich normal nicht mal auf. Nehmen wir noch ein paar Bäumchen mit. Und Kaninchen zu Holz sagen, oder? Ja, nehme ich auch noch einen Kommentar. Ey, Toshi, geil, aber 20 Mal zu gucken, wie du Baum fällst oder dieselbe Wand baust, ist nicht so sexy. Ja, ihr habt recht. Was jaulst du denn? Bist du überladen oder was? Du Jemine. Ah, okay. Ein Leder macht den Unterschied. So, ein paar Bäume sind nachgewachsen. Wird Zeit, dass wir das ändern. Was war das denn? Ich habe ein Schwein gehört. Na du Sau, du. Ja, du stehst neben mir und... Warte, warum haben wir nur noch einen Bolzen? Okay, das Problem kümmere ich mich gleich. Das mit dem Ausrüsten ist doof. Eigentlich sollte der automatisch gucken, was habe ich im Lager und sollte das dann ausrüsten. Komm her, renn du, Sau, du! Bam! In die Schnüss. Ach ja, so weit laufen kann er nicht mehr. Dann gehen wir mal ein paar Bolzen suchen. Ich habe das Gefühl, die waren nicht mehr im Körper des Wiesent.
Die bringen halt leider nicht viel Leder, nur Fleisch, blöden Tiere. Tja. Guck mal hier, da rollen die. Hab ich mir schon gedacht. Kaninchen. Hä? Glück vom Baumstumpf. Einmal halten. Was haben wir noch? Da. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Oh. Bald haben wir die alle zusammengesucht. 8. 2 fehlen noch. Ja gut, ab und zu gehen die auch mal kaputt. Aber ich habe das Gefühl, hier unten ist so irgendwo einer da. Ich glaube, jetzt haben wir alle. So, oben haben wir stehen geblieben. Da ist noch eine Sau. Wenn ich fertig bin, lebt hier kein Tier mehr. Das ist meine Holzstätte, aber ab, du! Geschlossene Gesellschaft. Oh, umgekippt. Okay. So, jetzt können wir hier in Ruhe Holz fällen. Hauptsache, wir haben ein bisschen Leder, wisst ihr? Ich habe halt meine Schusterei und die ist mega heiß auf Leder. Und die Jäger sind ja so schlecht. Ich habe zwei Jäger. Und wisst ihr, wie viel die machen? Das reicht ja noch nicht mal für zwei Paar Schuhe. Das reicht nicht mal für zwei Paar Schuhe. Oh, Leingarn habe ich auch keinen mehr, hä? Habe ich echt keinen Flachs mehr? Da flachst er mich aber an, ey. Doch, ich hab Flachs. Mach mal mehr! Wie viel war ich eigentlich an Dung? 10 am Tag. Und wie viel machen wir in der... Huch. Ich brauche noch einen Landwirt. Ich brauche noch jemanden in der Scheune. Komm nicht hinterher. Weder mit dem Dünger noch mit den anderen Kram. Ja gut, ich krieg 14 Korn, das ist schon okay. 0,5 sind immer noch 7 Korn am Tag. Und ganz ehrlich, so viel brauchen wir gar nicht. 2 am Tag reichen. Und mehr Leinsamen. Das ist viel wichtiger. Ich will die 10. Mach die 10 voll. Ja. So. Und wieder ein Problem weniger in der Froschi-Manufaktur. Boah, ich habe ein Spiel gefunden, Freunde. Das hat mich so abgeholt. Das Spiel hat mein kapitalistisches Herz ein bisschen erwärmt. Steam hat ein Fest gehabt. Festivität? Kann ich das so nennen? Das Steam-Festival des Kapitalismus. Oh, ich habe mir erstmal 2 Perlen daraus gesucht und gespielt. Ich meine, sie sind beide nichts für meinen Kanal. Weil ich glaube, die würden euch nicht so abholen. Aber mein Herz haben sie abgeholt. In dem einen Spiel spiele ich einen jungen Tellerwäscher. Ich gehe erstmal raus. Meine Eltern sind gestorben. Mein Onkel hat mir in einer neuen Stadt eine kleine Wohnung besorgt, hat auch die erste Miete für mich hingestreckt und ich muss dann dort anfangen, selbstständig mich neu zu finden, mich neu zu definieren. Und wie macht Toshi das genau? Toshi fängt erstmal als Kassierer im Supermarkt an. Und nach kurzer Zeit geht er dann, wenn er genug hat, um die erste Miete zu bezahlen und die Nebenkosten für einen Kredit, geht er erstmal zur Bank und holt sich ein bisschen Geld, mietet sich einen Laden und fängt an, genau einen Geschenkeshop zu bauen. Nachdem Toshi dann seinen kleinen Geschenkeshop aufgebaut hat, fängt er an, dort günstige und teure Geschenke zu verkaufen. Er verdient ein bisschen mehr als ein Kassierer, aber ein bisschen mehr.
Es reicht nur nicht, um die Welt neu zu definieren. Also macht Toshi ein zweites Geschäft auf. Er kratzt nochmal sein letztes Geld zusammen, das er hart erspart hat, und macht eine Fastfood-Kette auf. Es ist die erste Fastfood-Kette, die Burger, Hotdogs, Pizza, Ritten. Was war das letzte? Irgendwas anderes noch. Alles in einem hat. Alles in einem. Ja. Und so wie Toshi nun mal ist, hat er damit ein bisschen mehr Geld gemacht. Hey! Gaul! Wie bist du denn gekommen? Gucken wir mal. Was hast du denn hier? Ja, ich weiß, es gefällt dir nicht. Steh drüber. So. Also hat Toshi dann sein nächstes kleines Geschäft gemacht. Und mit seinem nächsten kleinen Geschäft ist Toshi dann wieder zurückgegangen. Und hat damit genug Geld gehabt, um sich ein Ticket fürs Casino zu holen. Und dort ist Toshi hingegangen und hat seine erste Million Dollar verdient. Im Casino. Es hat mich zwar in der Real Life 1-2 Stunden gedauert, weil ich jedes Mal neu laden musste, wenn ich im Blackjack wieder verloren habe. Aber ich habe immer vollen Einsatz gegeben. Und kam am Ende zu meinen wohlverdienten Millionen. Und was habe ich mit den Millionen gemacht? Ich habe einen riesigen Juwelier aufgemacht. Weil, ob ich jetzt einen Burger verkaufe oder ob ich ein paar Juwelen verkaufe, der Deckungsbeitrag ist ein bisschen höher. Aus dem Juwelier wurde dann ein Kleidungsgeschäft. Das Schmuck noch nebenbei verkauft. Und daraus wurde dann später ein paar Straßen weiter ein riesen Elektronikgeschäft. Das größte Elektronikgeschäft in der gesamten Stadt. Und holla die Waldfee. Das Ding hatte in der Woche 2 Millionen Dollar abgeworfen. Am Anfang hatte ich nur wenig Sicherheitspersonal. Die haben mich dann für 10.000 Dollar die Woche beklaut. Hey, und trotzdem habe ich gesagt, ja, ist halt so. Der Diebstahl, ich habe so viel verdient, dass der Diebstahl gar nichts ausgemacht hat. Da war der Wachmann am Ende teurer als das bisschen, was sie klauen. Ich habe trotzdem noch ein paar Wachmänner eingestellt. Ja, was soll ich sagen? Grundsätzlich fördere ich keine Kriminalität. War ziemlich cool und jetzt bin ich gerade dabei, meine ersten Wohngebiete aufzubauen, meine ersten Häuser zu kaufen und ein kleiner Immobilienmogul zu werden. Ziemlich cool, gefällt mir richtig gut. Ich habe noch zwei andere kleine Perlen geholt, die haben so 2-3 Euro gekostet. Das eine ist ein Espresso-Tycoon oder, warte, ich für euch gucke ich, wie das heißt. Espresso Tycoon, tatsächlich, das heißt so. Und das zweite kleine Spiel, was ich mir für kleines Geld geholt habe, ist Prison Architect. Was meint ihr? Wäre das nicht etwas, was euch richtig gefallen könnte und wo wir sagen können, lasst daraus mal ein Let's Play machen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Also ich denke schon darüber nach, ob ich aus Espresso Tycoon ein Let's Play mache. Ein eigenes Café aufbauen, wie Porno ist das denn bitte? Ich habe das gelesen und habe gedacht so, 2 Euro ist viel zu wenig Geld. Selbst wenn es schlecht ist, ist 2 Euro immer noch zu wenig Geld. Ich meine, ich habe mehr Geld für Spiele ausgegeben. Die habe ich nach 20 Minuten wieder zurückgegeben. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz, Freunde. Ein bisschen Weird Talk wieder gemacht und ein bisschen Fleisch. Im Grunde geht es uns jetzt ziemlich gut. Gibt nichts zu meckern. Jetzt haben wir auch so viel Leder, dass wir da richtig Gas geben können. Was ist jetzt mit unserem kleine Näherei. Konntet ihr jetzt schon wieder was aufholen? Nein, Flachshalme fehlen uns. Ich mache 10 Flachshalme. 10 Flachshalme am Tag, ne? 20 Flachshalme am Tag. Dann sollte ich so viel nur in der Näherei haben, dass es auch für 20 reicht. Das heißt, nicht mehr als 4 Leingarn. Dann setzen wir uns mal hier ein bisschen mehr. Ein Sack reicht. Und damit mache ich wie viel? 1,3. Machen wir mal
0,5 über. Konzentrieren uns mehr auf die Schuhe. Schuhe machen Umsatz. Schuhe machen immer guten Umsatz. Ja, 5, das passt. So, Freunde, was meint ihr? Sollen wir Geld machen oder sollen wir erstmal hier weiterbauen? Bauen wir erstmal weiter. Ich mag solche Spiele. So, wo du bei Null anfängst und dir ein Imperium aufbaust. Das ist auch der Grund, warum ich Medieval Dynasty so sehr liebe. Ich meine, wir fangen an mit nichts. Wir haben ja noch nicht mal eine Steinaxt. Und dann auf einmal haben wir hier so ein wunderschönes Dorf. Ein Dorf, wo ich an den Zäunen vorbeikomme und denke, könnte ich nur hier drin leben. Das wäre so schön. Und wenn ihr den Punkt erreicht habt, dann wisst ihr, diese Spiele machen euch wirklich Spaß. Die holen euch ab, die catchen euch. Und das sind so Spiele. Auch Anno spiele ich gerne. Aber für Anno werde ich niemals ein Let's Play machen. Ah, bin ich viel zu schlecht dafür. Dafür gibt es viel zu viele Profis, die das richtig gut machen. Die das wirklich richtig gut machen. Und B, warte, könnte man eigentlich so machen, dass man hier noch einen Zaun hinsetzt, ne? Ja, aber ich mach noch mal den anderen Winkel. Die Hauswand möchte ich schließend hier zu haben. Die Hauptstraße. Und das zweite Haus machen wir direkt dran. Manchmal sind die Kommentare so hart. Das ist einfach so hart, wenn man dann die Kommentare lauscht. Ja. Ich mache hier, weil ich nämlich einen Plan. My favorite times of the year are the parties between seasons. Good thing that only selected people are invited to those. So, ist schon wieder fast vorbei, die Folge. Nee, die ist so hoch. Ist auch zu hoch. Da brauche ich aber mehr Baumstämme. Das andere ist Bretter. Meint ihr hier so? So. Und dann kommen da ein paar Spaliere, aber dafür brauchen wir Holz. Oh. Wir brauchen mehr Stöcke. Die müssen in Zukunft mehr Stöcke holen. Ist mir egal. Und die Nachtschicht machen. Wie sieht es eigentlich aus mit Brennholz? Haben wir eigentlich nicht mittlerweile genug Brennholz? 600, boah, gerade mal genug für einen Tag. Für viel. 550 Brennholz müssen wir machen. Wie viel machen wir? Wir machen 600. Mal 4 sind 240.
Machen am Tag. War mal 4, ne? Bei Brennholz. Oder war das mal 5? Ich glaube, das steht in der Liste. Das müsste in der Verbrauchliste sein. Also 117 sind 585. Wenn wir Stöcke verbrennen, ist das ganz klar. 585 sind 117. 585. Und wir brauchen 500. 50. Das heißt, wir brauchen so um die 110 Brennholz am Tag. Und was machen wir? Die Hälfte. Wir brauchen einen zweiten Holzfäller. Muss ich das in Zukunft selber machen? Ja, wir brauchen noch einen Holzfäller. Freunde, unterm Strich brauchen wir noch einen Holzfäller. Und wo bauen wir den hin? Wir haben leider die Rehe verloren. Wir haben leider die Rehe verloren. Wenn ihr euch das hier anguckt. Wir können auch mal jagen gehen. Die Rehe. Die haben wir noch nicht verloren. Hättest du uns gesagt, wir bauen hier noch einen Holzfäller hin. Aber die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn ich hier einen Holzfäller hinbaue, oder hier hin, dann sind die Wölfe weg. Aber dann können die Rehe trotzdem weg sein. Oder wir machen hier den Holzfäller. Okay, also wir haben einige Sachen, einige Ideen, an denen wir arbeiten müssen. Das hier sollte auf jeden Fall eine Idee sein. Und zwar hatte ich mir überlegt, da könnten wir. Nein. I definitely belong here. Das ist gut. Warte mal. Einfacher Holzgartenzaun. Was war da nochmal das Tor? Die hier, ne? Die Torbögen. Holzgatter war. War bei den Holzstämmen. Bei dem Zaun. Da war Holzgatter. Ja, gut. Ja, machen wir das. Tooth's been aching for 2 months, but I haven't plucked up the courage to go to the smith yet. Ich finde das immer noch so cool manchmal. Die teilen sich einen Vorhof.
So, Freunde, nächste Folge bauen wir das Ganze auf. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken und weiter abonnieren. Und dann haben wir genug Platz und können noch 2 Holzfäller mit dazu holen in unser kleines, süßes Dorf. Also, gerne liken, einschalten und bis dann, euer Toshi. Ciao.